Moin moin und da sind wir wieder zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ich bin hier am Händler, wie ich gesagt habe. Habe mich ausgemüllt. Nimm jetzt mal schnell mein Krempel für den Shop. Beziehungsweise haben wir ja. Aber wir haben ja noch ein bisschen Krempel zum Verkaufen. Das packe ich mir mal schnell ein. Dann verticken wir das Ganze. Und gönnen uns natürlich die nächste Quest. Um noch ein bisschen Zeit zu überbrücken von gerade eben, da dachte ich mir so, ja, weißt du was, komm, pass auf. Sammelst du halt ein bisschen Krempel, habe ich getan. So ein paar Standards wie Holz, Stein und so ein bisschen Krempel, was in der Gegend rumlag. Deswegen sieht es da hinten jetzt so ein bisschen kahl aus. Liegt nicht nur am Nebel, dass wir nichts sehen. Pünktlich, ne, Ingame-Zeit 7:30 ist der Nebel aufgezogen und ich dachte mir so, geil. Wieder perfekt, wenn ich anfangen will aufzunehmen. Typisch. Was soll ich sagen? Es läuft immer perfekt. Ist halt ein Fakt. Läuft immer perfekt. Wie sieht's aus? Tagebuch des Jägers. Mehr Schaden an Berglöwen. Hab noch nie einen Berglöwen gesehen. Ich glaube, dass diese Biester sind in der Winterregion. Helfen mir da mal auf die Sprünge, aber ich möchte meinen schon. Wir nehmen. Wir nehmen die Munition. Den Schraubenschlüssel brauchen wir nicht. Dafür haben wir ja schon unsere Knarre. Das wäre Quatsch. Ja, wir nehmen die Munition. Was ist los? Gleich rein in die nächste Aufgabe. Je schneller, desto besser. Listen up, Jackass. You won't get a Nee. turn. Let's make a pact. Nein. Yes, I'm gonna make you an offer. You can whatever, motherfucker. I've got Gleich das nächstgelegene. Wir wollen durchrushen. You're not working with me. Ihr kennt ja unsere Absicht. So, das kann alles weg. Das ist alles Mist. Bücher. Ganz klar. Warte mal, hat er auch. Ne, hat er nicht. Sturmgewehre. Forged Ahead. Ganz klar. Wir brauchen den Schmelztiegel für Stahl. Bessere Messer geht immer. Und der Rest ist erstmal optional. So. Jagdmesser der Stufe 4. Naja, siehst du, hat sich doch immerhin ein bisschen gelohnt. Gut. Den Rest kramen wir jetzt noch schnell aus. Dann sind wir soweit durch. Sprit kommt sofort ins Auto. Das brauchen wir hier nicht. Hoppala. Ins Auto war gut. In unser Minibike. Können wir alle auftanken, rennen damit. Ne? Worauf verzollt, ne? Ah, okay, ich bin doch noch nicht fertig. Ne? Falschmeldung, ich habe doch noch nicht alles ausgeräumt. Schande über mein Haupt. Kein Problem, komme ich mit klar. So. Das ist nämlich unpraktisch. Muss alles rüber hier. So, jetzt aber. Ganz vergessen, ne? Pocket Bike. Ne, da passt da jetzt auch ordentlich was drin. Um mich zu sehen, müsste ich die Kiste auch mal reparieren, ne? Und wir müssen irgendwie Sprit besorgen. Ölschiefer wäre nicht schlecht. Lass uns einfach Kraftstoff produzieren. In diesen Silos ist ja auch immer so ein kleiner Ölschiefervorkommen. Kleines Ölschiefervorkommen. Oder wir müssen halt mal die Tankstellen nochmal leerräumen, richtig? Jedes Fass, jeder kleine Krempel. Das wäre auch noch eine Option. Ich denke mal, Optionen gibt es genug. Wir müssen es einfach nur machen. Ne? Einfach machen. That's it. Und jetzt räumen wir mal kurz die Freundin noch weg. So. Soweit erstmal Ruhe. All Items Repair. Wo war denn hier? Ich war schon mal drin, da hat sich gerade irgendwas resettet. Alles nachgeladen. Für den Fall das. Säubere das Gebiet. Nur, das können wir. Wir weichen vom Weg ab. Mit dem spontanen Sprung habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ja, der Kult kurz vor sich hin, in der Zeit können wir hier abräumen. Sehr schön. Müssen wir mitnehmen, wir brauchen die Ressourcen. Sehr gut. Wir haben auch voll in eine Falle gelaufen, ey, gar nicht. Das war gar nicht so klug, einfach reinzulaufen. Wenn da wer hintergestanden hätte, auch wieder schön die Arschkarte gehabt. Ich sehe gerade, ich muss mal was trinken. Nicht, dass ich jetzt gleich einen Ausdauer-Debuff kriege, bloß weil ich hier dehydriert rumrenne. Wieder was zum Verkaufen, schöne Stahlrüstungen. Ich habe mir überlegt, zwecks random Gebäude looten. Ne, ich müsste mir ja irgendwie mal markieren, in welchen Gebäuden ich schon drin war. Und es ist ja möglich, zeige ich mal kurz, Markierung auf der Karte zu setzen und diese dann auszublenden, dass ich die nicht ständig hier oben im Kompass stehen habe. Das ist ja möglich. Das werden wir mal machen und endlich mal alle Häuser so ein bisschen begutachten. Finde ich gar nicht so verkehrt. Es gibt ja nur doch viele Sachen, die man hier noch finden kann. Nahezu jedes Gebäude hat so einen großen Endloot quasi. Muss man ran. Muss man einfach machen. Nicht drauf festnageln. Ich sagte nahezu jedes Haus. Muss man halt machen. Das ist halt wirklich, kann sehr gut sein. Muss nicht, kann aber sehr gut sein. Da hatten wir gerade militärische Rüstungsteile. Das ist auch sehr angenehm. Was kriegen hier eigentlich alles? Rohre, Blei, Stein. Gut, das ist jetzt nichts, was wir unbedingt bräuchten. Steine können wir so sammeln. So, dann haben wir die erste Etage hier fast durch. Sieht alles gleich aus. Unheimlich. Oh, noch einer. Ich hatte mit dem zweiten Jahr nicht gerechnet. So, Medizin. Nice. Wieder was zum Verticken. Nischt. Nischt. Oh. Bücher. Na, das ist immer gut. Kennen wir schon. Schade. Müllhaufen, alles klar. Oh, eine Leiter. Aber die nehmen wir nicht, ne? Wir lassen uns ja jetzt nicht einfach so random reindroppen. Will mich ja nicht umbringen. So, jetzt gehen wir nämlich zurück. Und gehen ganz fortschrittsmäßig unten rein. Jetzt gucken wir uns mal die Tür hier an. Die ist... Nee. Ah, guck an. Hier ist ein Eingang, super. Bitte aber duted. Das wäre interessant. Soweit lassen sie uns rein. Quasi angefüttert. Aber mehr ist nicht drin. Oh, doch, die Tür hier. Die nehmen wir mal schnell auseinander. Okay, hier hätte man sich gedroppt. Und hätte auch nichts gebracht. Das ist ja interessant. Das ist interessant. Helft doch mal mit. Lass mich das doch nicht alleine machen. Na, hier hinten. Hier in der Apotheke oder was? Zum Glück habe ich keine Kochbücher gekauft. Wäre er maximal sinnfrei gewesen. Da kommen wir jetzt natürlich nicht ran. Warte mal. Okay. Okay, schon verstanden. Wir kommen nicht ran. So, durch Hintertürchen ins nächste Gebäude. Das ist ja echt kacke hier. Also nehme ich ja nicht nochmal. So ein verwinkelter Mist. Muss ich ja mal so sagen. Oh, das ist ein Tresor. Tresor ist nice. Tresor ist gut. Jetzt ist natürlich die Frage. Wer ist er denn? Klingt nicht gesund.
Oh, ein Diggerchen. Der gute alte Holzfäller. Alles klar. Hätte gar nicht so hoch eskalieren müssen. Das hätte auch. Hätte auch auf eine normale Art und Weise der Kommunikation hätten wir dieses Problem natürlich ganz simpel lösen können. Muss ich mir echt das Grinsen verkneifen bei der Aussage. Oh weia. Ja, dann müssen wir halt den Tresor aufschrauben hier, ne? Warte mal, wie viele Dietriche habe ich? Einen. Gut, kann ich in der Zeit einen Schluck Kaffee trinken, super. Na, wird das was? War so klar. Also im Tresor öffnen, ne, habe ich so absolut ja kein Glück. Kannst du völlig vergessen. Ne, weißt du, da nehme ich lieber die verdammte Spitzhacke und klopp das Ding ein. Ne? Da komme ich immer noch besser bei weg teilweise. So, easy. Das ist nicht dein Ernie jetzt. Dafür habe ich mir meine Spitzhacke versaut für so ein bisschen Kilimbim quasi. Oh, hier ist der E-Store. Okay. Oh, da ist eine Kaffeemaschine. Ja, muss Secondhand sein, war da hat wer noch seinen Kaffee drin gelassen. Macht doch mal alles sauber, was ist mit euch? Kaputte Werkbank? Jawohl, Stahl. Noch ein Kaffeeautomat. Da ist diesmal auch Kaffee drin. Das ist schön. Und wir haben gerade schon gehört, dass irgendwo ist da schon wieder ein Drop runtergekommen. Das ist natürlich auch sehr nice, da werden wir ran. Ist alles Schrott hier. Kannst du alles in der Tonne hauen. So, gönn mal noch ein bisschen Stahl. Ah ne, leider nicht. Man kann ja nicht immer nur Glück haben, wa? Sagen sie. Hier ist verschlossen. Jawohl. Das ist sehr gut. Elektrikkrempel ist immer gut. Nimm alles mit. Oh, noch ein Kaffee. Da ist noch Kaffee drin. Ich werde bekloppt. Ich schraub alles auseinander. Auch die verdammte Kasse. Da war noch Kohle drin. So. So weit, so gut. Wo zur Hölle sind die Zombies? Weil wir haben ja hier einen Säuberungsauftrag. Und ich kann ja nichts säubern, was nicht da ist. Ich denke mal, das sollte verständlich sein, oder? Und ich sprinte schon. Das heißt nicht, dass ich mich irgendwie hier aus der ganzen Sache rausziehe. Nein, 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 nein. So nicht. Ich gehe hier schon aggro rein. Oder geht's da jetzt weiter? Ist das hier noch der Bereich? Gehört das hier noch zum Schieß mich tot Imperium? Hm, kein Strom, kein Ärger. Hm, keine Ausdauer. Da geht's hoch. Da geht's hoch, da gehen wir rein. Meine Güte, hier ist aber auch verwinkelt, auch verschlossen. Zur Hölle. Was ist das hier für eine Kackquest? Wer hat die denn ausgesucht? Sagen wir mal ehrlich. Wart ihr das? Und nochmal. Das ist richtig ganz große Kacke hier. Naja, immerhin gibt's Waschbecken. Ich nehme auch Dachrinnen. Ist egal, Hauptsache Dinge, wo mal irgendwie Blei dran war oder so. Alle Dude. Hey, geil. Nüscht. Nüscht. Ja, mein Ausstieg. Mm-mm. Warte mal, ich muss an den auch noch ran. Hehehe. Zwei Heizkörper. So, hier ist ein Nest, aber kein von diesen komischen fliegenden Gockeln hier. Hier kommen wir auch rein. Ich habe total die Übersicht verloren. Hallo? Haben wir hier schönes Wasser? Wasser.
niemand. Ich glaube, ich höre jetzt auf zu looten. Ich werde jetzt einfach nur noch Tod und Elend verbreiten. Wie sieht's hier aus? Hier ist der Wäsch. Sieht aus wie ein Waschraum, ne? Auch verschlossen. Was soll das hier? Was ist das für ein Mist? Wird sich denn die Kacke hier ausgedacht? Schrauben wir wieder auseinander. Willst du machen? Aber ich bin auf jeden Fall noch im POI drin. Das ist wichtig. Nee, nicht, dass es heißt hier, ich mache hier wieder Klimbim und so. So, rauf. Ich komme ja nicht mal irgendwo rein hier in diese Buchte. Das ist so unmenschlich. Unangenehm. Da geht's nirgendwo hin. So, Jungs. Seht zu. Na, ich höre doch da wem tipseln. Hat sich nicht angekündigt, ne? Alter, hab ich mich erschrocken. Dann kommt die angeschlichen und grapscht mir voll in den Rücken, ne? Ekelhaft. Ekelhaft. Was sagt ihr für ein Blödsinn? Durch das Fenster. So. Jedes PUI hat seinen vorgefertigten Weg. Nichts kaputt machen. Erinnere ich mich gerne dran. Säure. Das hat sich gelohnt. Säure geht immer. So, hier könnten wir auch durch. Hier haben wir noch ein Spülbecken. Sorry, ne, ich muss einfach jedes Spülbecken abbauen. Das ist so. Jetzt, wo wir das eine Buch gelesen haben, ist das so essentiell. Also, es lohnt sich halt einfach mal. Oh, Fortschritt. Nice. Ach, guck mal, zwei Dietriche. Bis ja nicht. Ich hab ganz vergessen, wie man lacht. Oh, Pillen? Ich nehme die Pillen. So, Werkzeugkasten, sehr gut. Machetenteile, nice. Weg mit den Knochen. So, wo jetzt weiter? Unser super tolle feuerfertigte Weg. Kann ja eigentlich nur hier lang gehen. Lecco mio. Jetzt wird's unangenehm. Oh, Schnaps. Priorität, ne? Oh, Schnaps. Auf die Knie mit dir. Auf die Knie. Oh, das soll ja noch... Ey, hier ist alles noch Bier. Mann, das sollte man nicht sofort trinken. Dann kriegt man nämlich hier ein... Ne? Dann geht die Grafikkarte kaputt, wenn man Bier trinkt. Ist so. Trink kein Bier. Oh, was sind das hier? EP-Zuwachs, 6 Minuten. Das ist ja richtig geil für die Horde-Nacht. Schmeiß ihn jetzt weg. Papier. Da soll mir einer sagen, Alkohol ist schlecht. Ha. Kann er gar nicht. So, wo ist der Rest von euch? Ich möchte jetzt endlich nach Hause. Dieses POI geht mir richtig auf den Nerv. Und dann steht hier nur trübes Wasser rum. Echt, was ist denn das hier für ein Saftladen? Munition versteckt. Da haben wir da Luger. Hm, scheiße. Sorry. Oh Gott, ist alles so verschwommen. Oh Gott. Lass mich doch endlich raus hier aus diesem Mist. Immer noch nicht. Hier ist nochmal Baustelle. Wird hier entziehen. Shit. Na, endlich. Herrgott im Himmel, ey. Endlich haben wir es geschafft nach 20 Minuten der Entbehrung. Ah, guck mal, Endloot. Was denn nun los? Ist hier nochmal eine Welle? Soll ich nochmal die Schrot nachladen?
Oh, das ist wohl besser. Ach du Scheiße. Ach, die Truhe ist verschlossen. Natürlich ist der Endloot verschlossen. Es ist ja Pio, seine POI 3. Da fängt man ja schon mit solchen Blödsinn an. Na, ah, mach schneller. Wir haben noch Zeit. Es ist noch alles im Lot. Wir schaffen das. Schrotflintenteile lasse ich hier. Jawohl. Warum lasse ich die hier? Ich sag jetzt einfach mal, ich hab hier noch. Oh, nö. Nicht dein Ernie jetzt. Och, ey. Ich könnte ausflippen. Wegpunkt. Ja, keine Ahnung. Ruhe. So was hasse ich gerne. Echt, also muss ich echt sagen, so ein Dreck. Wer prügelst du dich hier durch? Und die Dietrich hier liegen zu Hause. Ist so. Los, weg hier von diesem Mist. Bin ich ja ein bisschen pisst, wa? Muss ich sagen. Dann hast du hier diese Gaffer. Und dann kickst du die an. Steve. Steve der Gaffer. Wie er da an der Tür rumjiggelt. Das ist ja absolut widerlich. Ach, von euch kam der Endloot. Jetzt habe ich es verstanden. Ihr wart für den Endloot verantwortlich. Da drin hat es eigentlich nur Müll gewesen. Jetzt habe ich es verstanden. Ich meine, man muss es mir ja nur sagen. Komm, ist nicht bloß. Da habe ich jetzt ja keinen Bock drauf. Ne? Da ist jetzt Geduldsfahne ist weg. Hat sich erledigt. Ab zum Händler. Na, irgendwann ist auch Ende mit guter Stimmung, muss man sagen. Und am liebsten würde ich sagen, POI merken, nie wieder annehmen, aber ich werde sowieso vergessen. Und dann stehe ich früher oder später, in welcher Folge es auch immer sein wird, stehe ich wieder vor dieser Bude und werde mir sagen, zur Hölle, wieder dieses, weiß ich nicht, diese Absteige. Wird so kommen. Ist einfach ein Fakt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es ja jetzt geschafft. Alles ist gut, wir sind raus, wir haben wieder eine Händlerquest. Fertig. Und wir hoffen, damit alles besser wird, wie jedes Jahr. Jawohl. Und wir werden Dietrich skillen. Nicht, dass ich da wieder stehe wie Max in der Sonne und mich echt tierisch aufrege. Welcome to Trader Joe's. Everything in here has a full no money back guarantee. Ja, ja. Am Arsch. So, verticken, verticken, verticken. Leder, wie viel das wert ist. Ich werd verrückt, ey. Ich könnte verrückt werden. Dachte ich bereits. So. Wipe that smirk off your face. Doing one job doesn't make us pals. Got it. Oh, die Feuerwerks. Heilige. Aber wir brauchen die Fertigungszeitschriften. Kommen wir nicht drum herum. Wrecked. Ne, Mist. Angeschissen. Hier kannst du den Müll wieder haben. Wir sind schon Farm-Experte von... Keine Ahnung. Handbuch automatische Waffen. Brauchen wir. Knife Guy kommt natürlich mit. Irgendwas Cooles. Wie zum Beispiel ein Schmelztiegel. Nein, kein Schmelztiegel. Prüfen. Schmelztiegel? Nein. Schade. Alright, now that we're done doing business, get out of my store.
Wir haben irgendwas vervollständigt. Was wird es wohl sein? Die automatischen Waffen und jeder Kill steigert deine Laufgeschwindigkeit 20 Sekunden lang um 20%. Nice. Also sind wir quasi Sturmsoldat dadurch. Muss man ja mal so sagen. Wie jetzt weiter? Beweglichkeit, Geschicklichkeit, wo zum Henker sind es hier knacken und Dinge tun. Durchbohren. Das ist auch geil, ne? Einfach durchballern. Nein, das wollen wir alles nicht. Ich möchte den Dietrich-Menschen. Wo ist er denn? Da, Schlösser knacken. Schlüsseldienst. Gerne und mit Handkuss. Dann müssen wir hier wohl noch mal ein bisschen in Brain investieren. 2 Punkte. Mach dich nicht nass, ey, echt. Wir brauchen eine Horde-Nacht. Ah, Quest annehmen. Natürlich. Sag doch gleich. Cool bleiben. So. Nächste Aufgabe. Oh, bitte nicht vergraben, Schätze. Na gut, die Ranger-Station ist eigentlich eine sehr coole Sache. Das klingt gut. Wird sicherlich auch wieder ein bisschen dauern. Das ist sicherlich die Ranger-Station im Schneegebiet. Nee, ist sie nicht. Oh, kennen wir noch gar nicht. Gebiet, das wir noch nicht kennen. Das kann natürlich durchaus angenehm werden. Kann auch wirklich voll in die Fritten gehen. Das müssen wir dann natürlich noch herausfinden. Welche Variante der Story das sein wird. So, habe ich irgendwo Federn? Natürlich, da sind Federn. Ist bestimmt wieder alles doppelt und dreifach. Hier sind Federn. Dann machen wir mal die restlichen Pfeile, die ich kann. 9, wow. Pumpkins, komm hierher. Kohle kann man eigentlich auch reinschmeißen. Brauchen wir alles gar nicht. Das sind die Sachen, die wir wirklich brauchen. Den Kaffee, den nehme ich mir mit. Schaden kann das nicht. Machen wir uns aus dem Staub. Ofenstaub hätte ich jetzt fast gesagt. Dann reppen wir mal erstmal eben mal die Kiste hier, wa? So. Wie sieht's aus mit dem Sprit? Reicht noch? Fahren wir hin? Wie sieht's aus? Ich würde sagen, ich klemme die Folge ab. Wenn ich da bin, wäre zu Ende. Deswegen wäre das Quatsch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge 7 Days to Die. Bei der nächsten Quest bei der Ranger-Station. Könnte interessant werden, wir kennen es noch nicht, es ist noch nicht erforscht. Schauen wir mal. Liken, abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Reingehauen und tschüss.